Eine häufige Frage war Haarausfall. Was kann man tun? Man muss mal gucken, wer fragt. Ist es der weibliche Haarausfall, ist es der männliche Haarausfall? Ist es ein kreisrunder Haarausfall, ist es ein diffuser Haarausfall? Kreisrund ist fast immer psychisch. Es ist eine autoimmune Erkrankung und das Immunsystem schwächelt, wenn die Psyche Stress hat. Und oft ist es so, kaum ist der Stress gelöst, das Problem gelöst, dann ist der kreisrunde Haarausfall wieder weg. Diffuser Haarausfall kann sehr oft eine Ursache haben, Zinkmangel, Magnesiummangel, B-Vitaminmangel, also kein Mangelzustand dahinter stecken. Dann der männliche Haarausfall ist oft ein Testosteronüberschuss. Man sagt immer, ein schönes Gesicht braucht Platz. Ist natürlich auch viel genetisch bedingt. Und viele haben halt den Mut zur Glatze. Als ich jung war, war das ein absolutes No-Go. Da war Kojak der Einzige mit Glatze und wurde immer Deo-Roller genannt. Aber heute machen das viele Männer, weil es auch schick aussieht. Und man muss sich überlegen, ob man dann sich Haare verpflanzen lässt, ob man Präparat nimmt, was vielleicht auch die Potenz beeinträchtigt, nur dass die Haare besser wachsen. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wichtig zu wissen, kreisrunder Haarausfall ist oft Psyche. Diffus ist oft ein Mangel. Und hormonell kann es bei Frauen auch bedingt sein und bei Männern erst recht der Haarausfall.